Moin Leute. So, irgendwie hat mir wohl neulich das gute Wetter irgendwie das Hirn verdreht. Also auf jeden Fall ist hier noch so eine kleine Arbeitsexplosion passiert und wir haben mal kurz mal 5 Kubikmeter Boden bewegt. Hier war schon immer was geplant, aber nur wird das eben auch in die Tat umgesetzt, schneller als vielleicht eigentlich zuerst gedacht. Also man sieht ja, ich sitze jetzt hier, stehe hier wie Häschen in der Grube und auch wenn das so aussieht, als ob der das vielleicht war, nee, also habe ich schon selber rausgebuddelt. So, also nachdem diese Qual hier beendet ist, bin ich auch ganz froh, jetzt mal ein Projekt, von dem ich ein bisschen mehr Ahnung habe, wo ich auch ein bisschen mehr Übung habe, das vielleicht auch ein bisschen besser von der Hand geht. Wie man sehen kann, steht hier mega die Sonne drauf. Das ist ein geniales Plätzchen. Wie gesagt, war auch schon immer mal geplant. Wir wussten nicht so richtig, wie machen wir es. Jetzt machen wir es mit den gebrauchten Natursteinen hier. So, hier liegt auch schon ein bisschen Sand drin. Das ist einfach ausgekoffert, anstehender Boden. Da kommen keine großen Belastungen. Da brauche ich jetzt nicht großartig mit der Rüttelplatte durch. Der anstehende Boden ist verdichtet genug. Da kommt jetzt Sand rein und die Burschen einmal auspflastern. Wir haben gebrauchtes Pflaster. Das ist uraltes Pflaster von, ich weiß nicht, das ist bestimmt Wegefläche mal gewesen oder Straße oder sonst was. Das ist also schon sehr geiles Zeug. Wenn das so schön sauber verlegt ist, sieht das hier hinter aus wie so eine alte Hoffläche oder so. Hat richtig, richtig Charakter. Das ist nicht so einfach zu legen, weil man muss natürlich immer ein bisschen gucken, wie die Steine so gemacht sind und man kann die auch ein bisschen beschlagen. Das könnt ihr vielleicht im Verlauf des Ganzen dann einmal sehen. Man muss sich da ein bisschen, wenn man nicht so viel Übung drin hat, ein bisschen Zeit nehmen. Aber es wird eine mega schicke Sache, kann ich schon sagen. Also das hat was. Hier mal noch kurz was zu dem Material hier. Das ist ein Sand in der Körnung 0 bis 5. Das kann auch 0,3 oder so. Hauptsache, da sind ein bisschen bindige Anteile drin, damit sich das ein bisschen verdichtet. So, wie gesagt, hier kommen keine großen Belastungen. Da kann man auch aus der alten Sandkiste von den Kindern mal, wenn man den Sand loswerden will, das Zeug kann man auch verwenden. So, ne? Also ganz einfacher Kram. Wenn ihr das macht, braucht ihr immer eine ordentliche Auswahl. Nur irgendwie 10 Steine ist mies. Es sei denn, man ist echt ein Vollprofi, die knallen die Dinger einfach so rein. Ansonsten muss man immer ein bisschen gucken, wie das so einigermaßen vom Fugenbild passt. Und da braucht man einfach ein bisschen Steinauswahl. Schmeißt euch einen ordentlichen Haufen hin und dann kann man ein bisschen wegarbeiten. Ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen grobes Planum, mit den Höhen so ein bisschen, Pi-Auge und dann geht das los. Man kann das ja sehen hier. Hier soll die Stufe entstehen, das ist also fertige Höhe, Oberkante. Die Steine haben natürlich unterschiedliche Höhen. Deswegen wird das auch nicht wie beim anderen Pflaster abgezogen und reingelegt, sondern man gräbt das kurz ein Loch und dann wird man so. Wenn man jetzt weiß, dass die Steine so ungefähr 15, 18er Höhe haben, dann baut man sich den Sand ungefähr in der Höhe erstmal ein, hat das liegen und dann kann man loslegen. Und genau das machen wir jetzt. Wenn man jetzt größere Flächen hat, spannt man sich Schnüre auf die Höhe, damit man Richtwerte hat, wo man so landet. Bei so einer kleinen Fläche mache ich das so ein bisschen mit dem Richtschalt, mit der langen Wasserwaage und dann so ein bisschen durchpeilen. Passt schon. Eigentlich das gleiche Werkzeug wie bei der Trockenmauer, jedenfalls ähnlich. Kelle, ja, braucht man nicht so unbedingt, aber kann mal sein. Die Dinger, ja, wenn ich sie dann brauchen kann, brauchen kann ich sie immer, aber ich soll sie auch benutzen. Wichtiges Werkzeug, Pflasterhammer, es gibt extra Setzhammer, Setzeisen, sowas, Setzhammer dafür.
Habe ich nicht, also nehme ich Maurerhammer, geht auch. Und den hier auch mal ein bisschen zum einen auf die Nuss. So. Die Dinger sind zu klein, deshalb packe ich die jetzt nur noch so runter. Die haben ja immer eine gebrauchte, glatte Seite, wo man sieht, dass auf denen schon wahrscheinlich jahrzehntelang rumgelatscht wurde. Das ist natürlich die geilste Seite. Das passt nicht immer. Manchmal muss man die auch quasi verschenken oder verschwenden. Im Idealfall nimmt man natürlich die gebrauchte Seite oben, weil das hat hinterher eine mega geile Patina. Das sieht einfach Hammer aus. So, das klappt nicht immer, aber man versucht das natürlich. Oder ich versuche es zumindest. Bei dem ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Er hat oben eine kleine Fläche und der untere Teil ist relativ groß. Man könnte den rein theoretisch auch flach legen, zumindest in so einem Bereich wie hier. Aber das würde ich besser vermeiden, weil häufig besteht dann die Gefahr, dass das Ding anfängt zu kippeln. Also nehmt ruhig, man würde jetzt sagen, ist doch so ein schöner Stein. Warum legt er den hochkant rein? Ist doch Verschwendung. Nee, hat den Sinn, so viel mehr Stabilität, wenn der senkrecht liegt, wenn der so liegt, fängt er irgendwann an zu kippeln. Und in so einem Fußwegbereich ist das relativ wurscht. Da ginge das auch, habe ich da hinten auch so ein paar Sachen mal gemacht. Aber wenn es ein bisschen mehr Belastung haben will, man fährt da häufig mal mit der Karre drüber oder so, dann den vollen Stein ausnutzen. Mehr Stabilität. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum lässt er das hier übergucken? Die werden ja anschließend nochmal runtergedrückt. Abgerüttelt mache ich. Ich habe jetzt keine Rüttelplatte da, deshalb mache ich das mit einem Handstampfer. Das kann man auch schön mit einer Rüttelplatte machen, mit Gummimatte oder so. In dem Fall haue ich dem einfach mit dem Stampfer einen auf den Kopf oder mit dem Hammer, damit es auf Ebene kommt, auf Höhe. So, hier genauso. Das ist die gebrauchte Fläche. Das kann man ganz gut sehen hier. Da ist schon eine Milliarde mal rübergelatscht worden. Und dementsprechend wird auch die Seite oben verbaut. Wenn man die Dinger versetzt, sollte man überlegen, wie geht es weiter. Manchmal sieht es ganz schön aus, wenn man Stein an Stein packt, aber man baut sich dann irgendwie so eine komische Ecke, wo man nie wieder einen Stein reinkriegt. Deshalb so ein bisschen gucken, wie geht es denn weiter. Also eine Ecke, die so schmal auseinander geht, da wird man selten einen Stein für passen, den muss man zuschlagen. Also besser gleich so bauen, dass man entsprechende Lücken hat. Und natürlich ist es ein Naturstein. Mit diesem Fugenbild muss man in etwa leben. Das ist so. Das kann man, also wenn man das jetzt sauber beschlagen würde, kann man das natürlich mehr oder weniger wie beim Betonpflaster fast gerade haben. Aber dann wird man die Optik verschenken. Ne? Und vor allem, die Arbeit macht sich keiner. Das will sich keiner antun. Und die alten Hasen, die sagen, nicht so lange überlegen, rein damit. Je mehr du überlegst, desto schlimmer wird das. Ich habe jetzt auch noch kein Stück Höhe kontrolliert. Das mache ich jetzt nach Auge und dann gucke ich mal, wo ich da hinlande. Dann packe ich mir da hinten einen hin, eine ungefähre Höhe und da arbeite ich mich entlang. Hier so eine Rinne in der Oberfläche. Das ist so, die gehört da auch hin. Das ist die gebrauchte Seite, das ist die geilste Seite. Also nimmt man die. So, jetzt habe ich hier noch irgendwie 5-6 Steine liegen, jetzt muss ich aufhören, muss ich erstmal Scheißmaterial herpuckeln, weil sonst kann ich nicht arbeiten. Manchmal muss man einfach Auswahl haben. Also muss hier ein Berg liegen, ist so. Haben wir hier wieder eine Handvoll liegen. Zu viel ist auch nicht gut, sonst wenn sie im Weg sind, aus irgendwelchen Gründen man arbeiten muss, dann muss man den ganzen Haufen zur Seite packen. Also immer so, dass da irgendwie 20 Steine liegen und dann ist gut. Je nachdem, was ihr für Material habt, muss man ein bisschen gucken. Ich habe es gerade hier gehabt, wenn man da drauf rumkloppt, fliegen auch gerne mal Splitter. Also ich werde mir wahrscheinlich nachher auch noch eine Schutzbrille holen, ist manchmal nicht so schlecht. Das hier ist noch vom alten Straßenbau, so ein bisschen Asphalt. Den machen wir besser runter.
Das Ganze muss natürlich ein bisschen Gefälle haben. Und da so ein Natursteinbelag natürlich relativ raue Oberfläche darstellt, brauchen wir ein bisschen mehr Gefälle. Also das dürfen mal locker 3% sein. Ne? Auch wenn da ein Tisch steht und der Kaffee eben ein bisschen so, das muss, weil sonst läuft das Wasser nicht weg. Bevor ich jetzt hier weitermache, gucke ich erstmal, wo ich überhaupt hinmarschiere. Also wie gesagt, so circa 3% sollten wir schon haben. Aber wie gesagt, lieber ein bisschen einen kleinen Ticken zu hoch einbauen. Runterdrücken ist einfacher, aber als hochbuddeln. Hier zum Beispiel gut zu sehen. Hier habe ich mal richtig Dusel gehabt. Ist natürlich mega, wenn es so passt. Jetzt wird es da natürlich ein bisschen. So, dann müsste ich dann auf sowas zurückgreifen mal. Und wenn es dann gar nicht anders geht, manchmal kommt man an einen Punkt, wo man merkt, man kommt einfach nicht weiter. Zwei Steine rausnehmen, neuen Anlauf nehmen. Ist so. Wenn man da nicht so geübt ist, also die alten Füchse, wie gesagt, die davon, was weiß ich, tausende Quadratmeter verballert haben, denen geht das einfach so von der Hand. Wenn man das mehr so nebenher macht oder nicht mehr so oft, dann dauert es halt länger und die Zeit muss man sich auch nehmen. Ist so. Meteorologe möchte ich gern sein. Die haben uns richtig Scheißwetter vorher gesagt. Also geilstes Wetter, beste Sache. So, Pflaster ist drin. Und jetzt kommt eigentlich der Lohn für das Ganze, das Einschlemmen. Das macht richtig Laune. Da sieht man nämlich dann eine geschlossene Fläche. Das kann man alles noch ein bisschen mehr ins Detail, keine Ahnung. Man kann noch das Fugenbild noch tausendmal besser machen, also ein Kram, so wie es da ist. Ich muss ja irgendwann fertig werden, ich habe noch genug anderes auf dem Zettel. Von daher, das wird jetzt hier eingeschlemmt, schön mit Sand. Und dann ist das eigentlich durch. Da kommt später noch eine Stufe, da gucken wir mal, wie wir es machen. Ich denke mal, wenn überhaupt eine trockene Mischung und mehr nicht, aber das kommt noch. Jetzt schlemmen wir es erstmal ein und dann schauen wir weiter. So. Wie gesagt, das, was jetzt kommt, ist eigentlich so der schönste Arbeitsabschnitt, weil man jetzt eine glatte Fläche entstehen sieht. Die Fugen werden geschlossen und dann sieht das alles ein bisschen schick aus. Und das mit den Steinen rumkeulen ist ja auch echt Knochenarbeit. Dann ist das hier schon so ein bisschen angenehmer Spielkram. Das reicht natürlich noch nicht. Das ist jetzt erstmal grob aufgeschmissen. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen was ran und dann kommt das eigentliche Einschlimmen. Jetzt geht's los. Gießkanne, Wasser und ab dafür. Thank you.
So, das Gröbste erstmal fertig. Das ist so ein bisschen rumpelig und ich habe auch schon die Schiene rüber gehalten. Das haut alles hin mit dem Gefälle und das ist aber eben Natursteinpflaster und jedenfalls, dass das so ein bisschen Hofpflastercharakter hat, das soll so sein und ja, für uns reicht es auch. So. Das ist ein schönes Plätzchen hier und voll erledigt. Da kommt jetzt außenrum noch ein bisschen Pflanzung, ein bisschen Böschungssicherung und all so ein Kram. Aber erstmal genug mit der Keulerei hier. Steine schleppen, das geht natürlich auf die Dauer. Man ist ja schon nicht mehr 20, ne? Geht dann auch ins Kreuz. Und aber ich würde sagen, passt doch, oder? Käffchen? Ja, mal gucken. Da kommt noch ein Gartentürchen hin. Da eine kleine Stufe. Wie gesagt, so ein bisschen Schickimicki-Kram. Bisschen Klematispflanzung und ja, und dann auf zu den nächsten Projekten. In diesem Sinne. Tschüss.